Willkommen zu Lord Jabu Jabus Bauch. Jawohl. Das Intro haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Es steht ja immerhin nochmal da, dass wir in Lord Jabu Jabus Bauch sind. Insofern. Ja, komm, erspare ich mir das Intro jetzt an der Stelle. Also, wo uns nochmal ein kurzer Überblick hier über diesen Eingangsraum gegeben wird. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ah, und ich mag den Dungeon nicht. Die Musik finde ich ganz interessant. Mit so ein paar Verdauungsgeräuschen. Zumindest klingt es für mich so ein bisschen danach. Ah, aber ich bin kein Fan davon. Und ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen doof. Weil ich jetzt nicht nachgeschaut habe, wie viele Skulltulas es hier gibt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es hier auch drei Stück gibt, so wie in den anderen beiden Dungeons. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich werde, glaube ich, kurz vor dem Boss nochmal nachschauen, wie viele es denn wirklich sind. Was ich hier nicht so gerne mag, ist einfach, dass man nicht so genau erkennen kann manchmal, wann ein Raum begehbar ist und wann nicht. Und da ist die andere Sache, warum ich den Dungeon nicht mag. Wahrscheinlich wie jeder, wenn man den Dungeon eben nicht mag. Hey du, wer bist du? Ich bin Ruto, die Prinzessin der Soras. Was? Mein Papi hat dich geschickt, um mich zu retten? Ach, ich würde niemanden jemals um Hilfe bitten, so, also. Flaschenpost? Davon weiß ich überhaupt nichts. Hat der Angst um mich, der Sack? Ja, mir total egal. Ich wollte sowieso von zu Hause ausziehen. Und ich kann auch eh nicht mehr heim. Und du verschwinde, kapiert? Oh nein! Ja, okay. Das Loch ist jetzt reingefallen. Oh, das war, glaube ich, gar nicht mal so clever. Ich weiß aber nicht, in welches Loch ich jetzt fallen muss. Ich glaube, ich falle einfach mal in ein anderes. Zum Beispiel in das hier. Das war schon mal schlecht, wie es aussieht. Ja, wir müssen jetzt das richtige Loch erwischen. Wo wir nämlich irgendwie weiterkommen. Können wir die mit den... Das habe ich schon versucht, genau. Okay, nee. Ich werde mich jetzt einfach hier mal erstmal ein bisschen umschauen, ein bisschen akklimatisieren. Das können wir auch noch nicht machen hier, alles klar. Mir bleibt jetzt halt, glaube ich, nur der Weg. Was bleibt mir überhaupt für ein Weg? Warte mal. Skulltulas? Also normale, keine goldenen? Nein, okay. Das hier ist der Rückweg, damit kommen wir jetzt wieder nach oben und ich muss jetzt das richtige Loch finden. Allerdings ist es, glaube ich, nicht das, in welches Ruto jetzt gefallen ist. Ich glaube, ich muss erstmal in ein anderes. Zumindest mal für Bonus-Content, den ich ja haben möchte. So. Das ganz rechts ist Ruto reingefallen, dann nehme ich mal, das hier. Wo landen wir jetzt? Wir landen jetzt bei einer Skulltula, das ist an sich gut, aber komme ich da schon ran? Ach, hau doch mal ab. Nervig. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht ran jetzt, oder? Ja, klasse. Ja, dann bringt mir das sowieso noch nichts. Gut, ich weiß aber immerhin schon mal, welches richtig wäre. Und bei dem anderen komme ich dahin. Da sind noch zwei Skulltulas. Nee, da ist auch noch mal eine einzelne. Wo ich aber auch noch nichts machen kann. Ja, ja, passt schon. Okay. Das Ding folgt mir ja. Okay. Diese dreckigen Quallen, ne? Ich hasse es. Warum existieren die? Wirklich. Why? Ja, ich komme doch jetzt gar nicht sicher. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Dann stich mich halt, du Miststück. Ehrlich, dann stich mich halt tausendmal. Ich kann jetzt gerade nichts dran ändern. Ja, schon dieser erste Raum alleine, ne? Also das andere zähle ich jetzt mal als Vorraum. Das hier ist schon mehr oder weniger der Hauptraum, wenn man so möchte. Und in Master Quest ist das Ganze nochmal schlimmer. Weil da kommt sogar eine Qualle von der Decke. Ich weiß nicht, ob man da mit dem Schild was machen kann, aber ich glaube halt auch nicht. Bist du immer noch hier? Bist du schlimmer als eine Klette? Naja gut, also schon als ich eine kleine Sora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder hier in Lord Yabiyos Bauch rum. Warum auch immer, ne? Aber der ist heute ziemlich seltsam, der Lord. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Es geht dich aber nichts an. Egal. Verschwinde. Nee, das mache ich jetzt nicht. Du machst dir solche Sorgen um mich? Naja, dann darfst du mich halt tragen. Und übrigens, ich bleib bei dir, bis ich gefunden habe, was ich suche, ja? Kein Witz, ich mein's ernst. Ich würde dich jetzt am liebsten unten in die Grütze schmeißen, aber das würde mir das Ganze deutlich, deutlich schwerer machen. Deswegen gehen wir weiter. Lassen sie am besten von allem Möglichen treffen. Ja, das führt dazu, dass wir noch mehr Zeitverzögerung haben. Deswegen machen wir das mal nicht. Und ich versuche, dem ganzen Zeug so gut wie möglich auszuweichen.
Jetzt muss ich sie aber definitiv mal absetzen. Und da werde ich jetzt aber dran kommen. So, die ballern also schon mal ab. Das ist die erste goldene Skulltula. Sehr gut. Dann haben wir ja aber schon drei gesehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das dann alle sind. Ach, ich glaube, die kann ich jetzt noch nicht so ohne weiteres hier erledigen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Komme ich hier wieder hoch? Ja, gut, aber ich muss eigentlich sowieso erstmal hier hin. Was haben wir denn hier oben? Eine Truhe vielleicht? Oder auch einfach quasi gar nichts. Schön. Aber ich habe eine Fee. Die nehme ich mir sehr gern mit. Gerade weil es hier sehr problematisch werden kann. Ich glaube, ich rüste mal die Deku-Stäbe noch aus. Die sind ja immer ganz praktisch. Wenn man mal etwas stärkere Gegner hat. So, der hat jetzt das Wasser ansteigen lassen, aber muss ich jetzt Ruto hier lassen, frage ich mich gerade. Oder führt das sogar zu einem Problem? Weil ich kann sie, glaube ich, jetzt nicht mitnehmen, weil sie halt nicht da durchkommt. Ich glaube, es ist richtig, aber das ist halt immer so die Sache. Ich bin mir nie sicher, wo ich Ruto da lassen kann, muss, soll, wo nicht. Manchmal spawnt sie dann wieder am Anfang und ne? Man macht sich dann teilweise umsonst so Wege und sowas. Und ich glaube, so ist das an der Stelle jetzt erstmal richtig. Oder? Ja, scheinbar nicht. Ja gut. Aber ich kann sie doch nicht hier mit rübernehmen, oder was? Na, jetzt ist sie nämlich wieder nicht mehr da, ja. Ich hasse es, wirklich, ich hasse es. Das Problem ist doch, dass ich jetzt hier schwimme. Ich kann sie aber auch gleichzeitig nicht rüberwerfen. Und sie selbst wird nicht einfach rüber, also ja, nee. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen suspekt gerade. Oder soll ich in dem einen Raum schon weiter und hier erstmal gar nicht? Nee. Ich guck mich jetzt doch da mal um, weil ich weiß gerade nicht, was ich dann sonst machen soll. Und ja, das ist eigentlich kompletter Quatsch, was ich hier gerade... Ah, ich hasse es. Ich bin auch einfach nicht gut. So. Dann gehe ich jetzt hier ganz offiziell einmal hin. Also ohne da jetzt so komisch rumzuspringen. Weiß ja nicht, warum ich das gerade davor hatte. Weil in dem Raum, in dem wir ganz am Anfang mit dem Loch da in dem Loch gelandet sind, das ist nicht passierbar, auch nicht mit Ruto. Oder ich habe irgendwas komplett übersehen und vergessen und alles. Auf der anderen Seite komme ich hier, glaube ich, nur weiter von oben und nicht nach oben, oder? Nee, doch, der... Ich kann sie halt nicht rüberschmeißen oder irgendwas. Ich fahre jetzt hier erstmal hoch und mach mir noch ein paar Gedanken. So, ich habe jetzt mindestens mal eine Abkürzung, aber eigentlich... Ach nee, gut, das geht noch nicht. Shit. Ah ja, ich glaube, da muss ich irgendwas aktivieren, was mich dann wiederum weiterbringt. Da unten ist ja auch noch irgendwie was, oder? Oder nicht? Da ist auf jeden Fall alles Gift. Da würde ich jetzt ungern reinspringen. Ah. Ich weiß, hier muss ich irgendwie so ein... Genau, dieses Ding muss ich irgendwie runterbringen oder so. Irgendwie gab es da einen Schalter. Wo auch immer nochmal. Ah, okay. Aber dort komme ich auch noch nicht weiter, oder? Wie war hier der Stand? Also ich kann hier schon mal lang. Gut, aber kann ich hier auch schon irgendwas erreichen? Nee, soweit ich weiß nicht. Weil ich glaube, hier brauche ich überall Ruto. Das heißt, vielleicht kann ich doch was mit dir machen. Das muss eigentlich so sein. Brauche ich denn wirklich überall Ruto? Ja, doch schon. Nee, nee, also das soll ich definitiv erst mit Ruto machen. Der Dungeon ist doch, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig lang, aber... Naja. Gut, wir haben ja eine... Da haben wir jetzt alle schon ausprobiert.
Ja, komm, verpisst euch doch. Ja, wir gehen jetzt nochmal zum selben, wo Ruto war, weil ich glaube, man muss definitiv jetzt was mitmachen. Aber was? Kann ich sie hier rüber werfen auf eine andere Plattform oder so? Ach ja, man kann ja, okay. Ja gut, aber ich habe ja gesagt, soweit ich weiß, kann ich da doch auch noch nicht was erreichen, oder? Noch nichts. Oder doch? Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ja gut. Jetzt ist sie eh verloren. Ja. Ich mag's nicht. Also hier brauche ich das Dungeon-Item. Bin ich fest von überzeugt. Auf dem anderen Weg kam nur eine Spinne. Also da war halt nur eine Skulptur, die ich noch nicht einsammeln kann, weil ich auch da das Dungeon-Item brauche. Und das letzte Loch hat halt immer noch diese Elektrobarriere hier oben. Diese da vorne. Den geht das auch noch nicht. Was mir nur die Möglichkeit lässt, halt's Maul, die halt doch wieder damit hinzunehmen, wo ich sie hinnehmen kann. Und das wäre hier. Aber wie kommt die denn da durch? Werfen wird nicht funktionieren und alles. Oh ja, ich sehe gerade die Lösung, ich dödel. Ja, ich kann die doch von hier unten aus wieder hochschmeißen. Ah, ja. Ja, ja, okay. Alles klar. Oh, ja, es ist eigentlich nicht so schwierig, aber irgendwie übersehe ich das meistens, weil meistens kann der halt einfach überhaupt nicht werfen, der Typ, ne? Aber Ruto ist einfach so, ja gut, die wiegt einfach 20 Gramm. So richtig dumm eigentlich. Naja, gut. Ich weiß jetzt immerhin wieder, was ich tun muss. Werde gleich wahrscheinlich meine Fee benutzen müssen, weil ich einfach wieder viel zu viel Leben verloren habe. Ah, ja, aber man hat hier halt auch nie, das ist so ein bisschen auch das Problem, man hat hier einfach nie Zeit, sich in Ruhe umzuschauen. Allein schon wieder dieser Spacko hier. Wirklich, das regt mich einfach mega auf. Dass überall diese scheiß elektrisierenden Quallen rumfliegen und man halt nichts machen kann. Man kann die nicht besiegen, außer vielleicht mit Bomben. Aber da muss man auch Timing haben und zielen und alles mögliche und sowas. Und ja, um den Dungeon jetzt noch nerviger zu machen, werde ich mich jetzt nicht manuell heilen, sondern werde einfach warten, bis die Fee mich heilt. Oder bis ich irgendwas zum Heilen finde. Aber boah, es ist so verdammt nervig, ne? Ich rede jetzt nicht vom Piepen, sondern ich rede generell von diesem Dungeon und dieser ganzen Mechanik hier. Aber ja, es ist an sich schon richtig, dass ich jetzt Ruto erstmal hier hochbringen muss und jetzt mit ihr dann hier diese drei Räume da eben erstmal mache. Und dann kann man weiter irgendwie in dem Anfangsbereich was machen. Das Problem ist halt, ich brauche jetzt hier Ruto als Gewicht, obwohl sie ja offenbar nichts wiegt. Damit ich hier selber diesen Raum betreten kann und auch hier jetzt sie richtig abzulegen, dass der Schalter auch gedrückt bleibt und alles ist auch manchmal so fummelig. Und hier haben wir jetzt dieses tolle Ding. Ein Parasitententakel. Die dünne Stelle ist der schwache Punkt. Du benötigst ein bestimmtes Item. Ja, klasse. Und wo bekomme ich das? Das muss ich jetzt raten. Ist das nicht toll? Wie unaufmerksam von dir. Halt einfach deine Fresse, wirklich. Halt sie einfach ganz fest geschlossen. Also ja, ich kann irgendwie verstehen, wenn Leute die Atmosphäre hier mögen. Hauptsächlich kann ich es aber nicht. Und an sich ist dieser ganze Dungeon einfach scheiße. Einfach Trash. Ja. Allein schon, dass ich jetzt hier einen bestimmten Raum aufsuchen muss. Okay, hier darf ich offenbar nicht alleine bleiben, oder was? Ist hier jetzt gleich wieder weg, oder was? Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal hier diesen Raum clearen. Ich weiß nämlich auch nicht, wo ich das Dungeon-Item bekomme, muss ich auch sagen. Aber ich meine, das bekomme ich da irgendwo unten, oder? Ach so. Übrigens, ich glaube, ich muss mit Ruto jetzt doch woanders lang. Ich glaube, ich muss jetzt durch so ein anderes Loch gehen, oder? Aber macht das Sinn? Funktioniert das überhaupt? Ich meine, welches andere Loch soll ich dann noch mit Ruto durchlaufen? Hm. Ey, keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal diesen Raum hier fertig. Hier bekommen wir wahrscheinlich Karte oder Kompass oder so ein Quatsch. Und gucken weiter. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir jetzt hier auch das Dungeon-Item. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hoffe es ja ehrlich gesagt.
Ja, sehr gut. Okay, jetzt ist auch alles scheißegal. Okay, dann war das alles richtig soweit, denn Schleuderkack brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Aber ist die jetzt wirklich wieder ganz unten? Ist das so? Kann ich das Ding mit dem Tentakel, mit dem... Nee, okay. Aber wo ist jetzt Ruto wieder? Oder besser gesagt, was sollte ich jetzt eigentlich tun? Wie war das beabsichtigt? Das ist doch so beabsichtigt, oder nicht? Also, ich wüsste jetzt nicht, wie sonst. Also, warum... Habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht? Oder ist das Spiel halt einfach wieder komisch? Vielleicht ist es so beabsichtigt, dass man sich hier vorne wieder abholen muss, aber das ist halt Quatsch dann. So, das hier kann man normalerweise nämlich mit den Quallen machen. Und dann kann man sich hier eben auch mal ganz in Ruhe umschauen. Das ist super. So, und weil Ruto jetzt sowieso gerade hier ist, würde ich schon fast sagen, werde ich mich jetzt erstmal wieder in die Löcher fallen lassen, damit ich dann eben auch die Skulltulas mal holen kann. Weil sie jetzt hier sowieso safe zu sein scheint erstmal. Ja, ja, Prinzessin Ruto, bla bla. Die kann mich mal. Ich würde den Tentakel da oben wegkriegen, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber, solange ich diese beiden Skulltulas jetzt mal holen kann, ist das doch schon mal gut. Ja, komm. Okay, ich trinke jetzt mal Milch. Es geht mir jetzt langsam doch ein bisschen zu sehr auf den Geist. So. Ich lasse die auch da. Soll ich jetzt aus Versehen Milch trinken, dann ist es so. Also von allen Dungeons, die es in Ocarina of Time gibt, ist das auf jeden Fall der schlimmste für mich. Also einfach nur annoying. Das trifft es eigentlich am allerbesten. So, und da wir jetzt gerade sowieso hier sind und ich nicht weiß, wie lange wir Ruto sonst allein lassen können und alles Mögliche, werde ich mich jetzt hier schon mal drum kümmern, dass wir hier was erreichen. Aber ich befürchte, hier müssen wir mit Ruto wieder hin, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich könnte mir es vorstellen. Vielleicht aber eben auch nicht. Also gerade eben nicht. Wir müssen hier rüber, das weiß ich. Aber ist hier überhaupt irgendwas Interessantes? Ich glaube, hier war jetzt eine Fee, ne? Ich glaube, das ist ein optionaler Raum tatsächlich. Es war so klar, dass der jetzt wieder anfängt zu wobbeln, ne? Es war so klar. Ich glaube, das ist halt wirklich ein optionaler Raum. Oder wäre das ein Rückweg später? Keine Ahnung. In Master Quest hat er wahrscheinlich eine ganz andere und wichtigere Funktion, aber ist auch komplett egal. Wir spielen keinen Master Quest, zum Glück. Es wäre jetzt nämlich noch schlimmer. Weil dann wäre es wirklich, dass man hier hängen darf, dann wäre das normal. Dabei ist er ja an sich gar nicht so groß oder verwirrend, aber ich finde es manchmal einfach sehr unintuitiv. So, komm hier. Ja, wie unaufmerksam von dir. Dass man die auch immer wieder dann anlabern muss und die einen immer wieder anmeckert, ist unnötig. Dann können wir jetzt also nach links durch die Tür gehen. Denn wir haben ja jetzt den Bumerang, mit dem wir diese komischen Tentakel da erledigen können. Und müssen dann gucken, was passiert. Dann müsste wahrscheinlich... Ah, ja. Dass hier auch diese komischen Fließbänder sind, ne? Also diese Ströme. Das macht es nicht angenehmer. Was ich am schlimmsten finde, ist eigentlich, dass man nicht auf diesem Schalter stehen kann. Oder, nee, dass man nicht vor dem Schalter stehen kann, um sie auf den Schalter zu setzen. Das geht einfach nicht. 3 Treffer waren es, glaube ich. Ja, vielleicht auch 4. Man muss halt immer nah genug dran sein, damit das Ding ganz unten ist. Und das gibt jetzt wahrscheinlich dann Karte und Kompass. Weil es gibt noch mehr von diesen lustigen Tentakeln. Also meine Aufnahmezeit beträgt gerade 27 Minuten, aber ich glaube, ich werde ein bisschen, eine Menge, mal gucken, was rausgeschnitten haben. Und es sind halt wirklich nur noch so wenige Räume, ne? Aber man muss sie halt auch erstmal wieder erreichen und das macht man halt, indem man die bisherigen durchquert. Und ich finde es halt so dumm, weil jetzt sagt Navi nicht, ey, guck mal, geh doch mal zu Ruto zurück. Also, ist das einfach kacke gemacht oder? Ja, jetzt ist auf jeden Fall dieses Tentakel-Ding hier fort, das hat Navi richtig gesagt. Und hier müssen wir jetzt auf Zeit alles Mögliche töten.
Und das funktioniert, glaube ich, am besten. Natürlich mit dem Bumerang. Aber ich bin irgendwie noch gar nicht auf die Idee gekommen, da die Wirbelattacke einzusetzen. Was, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt wäre. Naja, gut. Diese Zeitherausforderung gerade bei den Soras, bei dem Tauchen, war ja auch nicht schwierig. Und die hier ist es auch nicht. Allerdings sollte man nicht den Bumerang in Wände werfen, die, warum auch immer, keine Kollision haben für den Bumerang. Ja, hier muss dann entweder jetzt ein kleiner Schlüssel drin sein, falls wir den irgendwie brauchen. Haben wir überhaupt bisher kleine Schlüssel in dem Spiel gehabt? Ich glaube nicht, oder? Wenn, dann waren die Türen immer versperrt, weil die sehr linear aufgebaut waren, die Dungeons. Hier ist jetzt jedenfalls dann der Kompass. Okay, ich glaube, es gibt tatsächlich keine kleinen Schlüssel hier in den ersten drei Dungeons. Oder ich habe irgendwas falsch im Kopf, aber ich glaube, man arbeitet sich dann immer mit den neuen Items, die man findet, durch. So, da waren wir gerade drin. Da muss ich jetzt also nicht nochmal hin, sondern durch die Mütze. Also ich glaube, wir machen das jetzt von links nach rechts quasi frei. Oder auch nicht. Dann kommt die Mitte halt zuletzt. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier rein. Das ist jetzt der rechte Raum, den wir noch nicht haben. Hier ist jetzt hier ein Tentakel, ne? Genau. Aufpassen, dass Ruto nicht getroffen wird, wobei der das, glaube ich, tatsächlich hier egal ist. Interessanterweise. Man kann auch den Boomerang schon vorher werfen und dann halt nah rangehen, das geht auch. Weil der versucht einen ja schon zu verletzen. Der war nicht hin. Und hier kommt, glaube ich, keine Truhe jetzt, ne? Genau. Wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen. Ein Boss-Key gibt es ja hier auch nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch bekommen könnten, wären irgendwie Rubine oder irgendwie so ein Quatsch. Und momentan wäre das schon noch alles on track, was die Skulltula-Anzahl angeht. Also wir haben jetzt drei gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, 18 müssten wir dann jetzt haben, ne? Nee, 19. Wir hatten schon mal einen gefunden, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und hier ist doch noch ein weiterer Tentakel. Aber eben auch Quallen, die es mir natürlich erstmal deutlich schwerer machen, das Tentakelviech zu treffen. Aber das schien auch gar nicht runterzukommen, bevor wir nicht die Quallen getötet haben. So, und ein letztes Mal. Und jetzt geht, glaube ich, im Hauptraum dieser Tentakel weg. Sodass wir da jetzt weiterkommen. Was willst du? Link, weißt du nicht weiter? Das fragst du mich jetzt? Das hättest du mir mal vorher sagen sollen. Da hätte ich den Hinweis, geh zum Schikastein, durchaus quasi gebrauchen können. Wäre aber eine übelste Zeitverschwendung, logischerweise. So. Ach komm. Ja. Halt doch einfach dein Maul, du komische Qualle. Hau ab. Wie er sie auch einfach nicht trifft, ne? Jetzt piss dich. So. Ich krieg genug Herzen zurück, deswegen passt das alles. Hier, das müsste das Loch sein, ne? Das war vorhin nicht passierbar. Genau, das war auch die Stelle, wo wir die Skulltula schon mit dem Bumerang geholt haben. Und jetzt kommen wir in diesen kreisrunden Raum. Der jetzt wiederum... Ah, da ist er ja! Genau, den Sora-Saphir beinhaltet. Den wir aber natürlich nicht ohne weiteres bekommen. Aber immerhin sind wir Ruto jetzt erstmal los. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Bin ich froh, endlich, der Stein von meiner Mama. Als Lord Yabu Yabu, als ich ihn gefüttert habe, hat er wie wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn ja wieder und kann heimgehen. Ciao, du Bastard. Gut, eigentlich hat sie gesagt, ich soll sie heimbringen, aber natürlich geht das nicht ohne einen kleinen Plot-Twist. Ja, was ist das denn, ein Oktopus? Nein, das ist noch nicht der Boss, sondern das ist jetzt quasi erstmal ein Zwischenboss. Das Dungeon-Item haben wir auch einfach so bekommen. Ohne Zwischenboss. Und ich glaube, der war ziemlich nervig. Das Ding da in der Mitte dreht sich jetzt, genau. Und er verfolgt mich jetzt irgendwie. Und ich muss jetzt auf die andere Seite kommen. Also entweder lasse ich mich irgendwie von ihm treffen. Oder, was deutlich sinnvoller ist, versuche halt von hinten an ihn dran zu kommen. Kann ich auch den... Na, Boomerang nutzen. Ja, keine Ahnung. Super! Jetzt ist er wieder ganz woanders und... Warte mal. Nee, ich glaube, ich muss das sogar machen, ihn zu paralysieren, oder? Und das Ding dreht sich auch nur. Oh. Was soll das denn, Kollege?
Komm, triff ihn. Ja, okay. Ich weiß nicht, was das Beste bei diesem Kampf ist. Nervig finde ich ihn auf jeden Fall. Okay, jetzt geht er in die andere Richtung, aber das ist gar nicht mal so gut. Okay, jetzt haut er wieder ab, das ist gut. Also ich muss ihn einfach dazu bringen, dass er von mir abhaut. Und ich hinter ihm bin direkt. Ach Gott. Ja, warum bin ich immer noch am Anvisieren? Dieser Dungeon, ne? Der ist wirklich so spaßig, ne? So, kannst du dich bitte einfach umdrehen? Ist das möglich? Ah, der ist immer so schnell dann. Und man kann halt auch nicht so leicht nach innen rollen, weil da die Stacheln sind. So. Okay. Und ich sollte auch Deku-Stäbe übrigens nutzen. Das würde die Sache beschleunigen, aber was soll's. Jetzt ist es dafür zu spät. Komm, lauf. Ich glaube, andersrum wäre ich auch besser. Also von wegen die Kurve innen schneiden. Willst du mal wieder ein bisschen runterbremsen? Wäre das möglich? Nein. Ja, da war ich wieder lost. Da war ich wieder zu nah. Mann, geh doch. Er geht manchmal in diesen komischen Anvisierungsmodus rein. Aber nicht wieder raus. Es ist wieder furchtbares Gameplay hier. Sowohl von mir als auch sowieso vom Spiel. Weg mit dir. Stirb bitte einfach. Ich glaube, der Endboss wird tatsächlich angenehmer. Ansonsten gibt es jetzt nur Herzen und die Plattform nach oben. So. Landen wir jetzt wieder im Hauptraum gleich? Ich glaube, wir kommen jetzt vielleicht von der anderen Seite irgendwie. Es ist doch nicht mal so wichtig. Die Fee können wir uns mitnehmen. Abgesichert sind wir also jetzt in jedem Fall. Ich versuche jetzt auch einfach jede Qualle zu beseitigen, die sich mir in den Weg stellt, weil die mir echt zu blöd sind. Weil die mir schon so viele Herzen abgezogen haben. Nee, wir landen erstmal hier. Na gut. Ist in diesem Raum noch irgendwas Relevantes? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt jedenfalls einfach durch. So, und jetzt landen wir wieder auf einer höheren Plattform in diesem Hauptraum, in diesem ersten Raum besser gesagt. Genau, und das Teil fällt jetzt herunter. Beziehungsweise ist es, glaube ich, wirklich ein Fahrstuhl. Und hier kommen wir jetzt zum Boss. Allerdings geht das nicht ohne ein Gewicht. Wir haben jetzt aber nicht mehr Prinzessin Ruto und das ist auch gar nicht nötig. Dafür sind nämlich diese Kisten hier. Der einzige Ort, wo die rumliegen und das eben nicht nur als Krugersatz, weil es thematisch besser passt, sondern weil es hier wirklich notwendig ist, die zu benutzen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass ich alles habe. Wobei, ich glaube, hier gibt es noch eine Skulltula. Relativ sicher. Diesen Raum können wir, glaube ich, nicht so ohne weiteres passieren. Gucken wir mal. Vielleicht verwechsel ich das auch mit einem anderen Tempel. Dem Feuertempel namentlich. Nee, hier ist eine. Alles klar. Gut, dann gibt es hier mindestens vier. Ich hoffe, es waren auch wirklich nur vier. Sonst habe ich nämlich einen übersehen. Und bevor ich jetzt hier dann den nächsten Raum betrete, der ja dann der Bossraum sein wird, werde ich nochmal kurz nachschauen, ob ich da richtig liege, dass das jetzt alle waren. Oder ob ich wirklich was übersehen habe. Mein Gott. Das Zielen, ne? Komm. So. Ich muss aber auch sowieso erstmal feststellen jetzt, wie es hier weitergeht. So, wir sind jetzt hier oben. Achso, und können jetzt da dieses Ding treffen, genau. Und müssen dafür das Ganze anvisieren, damit Link diesen Bogen wirft. Okay. Aber ansonsten sollte es das sein. Und wir kommen jetzt zum Boss. Okay. Ich guck schnell nach. Es sind tatsächlich vier Stück. Die eine, die natürlich noch draußen ist, bei Lord Yabu Yabu, bei Nacht. Die können wir jetzt mit dem Boomerang auch holen und gewisse andere sowieso noch. Also im Nachgang dieses Tempels werden wir uns definitiv nochmal mit diesem ganzen Skulltula-Zeugs beschäftigen.
Jetzt geht's aber erstmal Barinade. Ich musste ernsthaft ein bisschen überlegen, wie der Boss denn hieß, als ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe. Das elektroterrestrische Biotentakel. Und ich glaube, wir können einfach erstmal problemlos versuchen, drauf los zu zerstören, diese einzelnen Tentakel. Okay, jetzt sind wir... Genau, okay. Wie geht das denn am besten? Können wir jetzt einfach drauf los angreifen? Nein, können wir nicht. Was müssen wir denn jetzt noch großartig machen? Ach, jetzt könnte ich das Ding angreifen, ne? Ja gut, okay, warte. Das will ich natürlich wieder mit Deku-Sticks machen. Ja, klasse. Dafür war ich aber ein bisschen spät dran. Okay, ja. Ich werde es einfach erstmal ganz einfach machen. Aber was mache ich denn jetzt nochmal? Einfach warten? Glaube ja. Einfach erstmal warten. Und jetzt drauf los. Schlagen. Wollte ich eigentlich. Ja, also ich mache wie immer Bosse sehr unkompliziert. Was zu einer Menge Schaden auf meiner Seite führt. Ah, nee. Also mit Sprungattacke ist das ganz schlecht. Das sollte ich unterlassen. Ich glaube, ich sollte auch generell mich wirklich um die Quallen kümmern und dann angreifen. So wäre es vorgesehen. Und anders macht das auch keinen Sinn. Ich mache das jetzt so. Dann habe ich nämlich, glaube ich, gut die Möglichkeit, das Ding anzugreifen. Oder halt auch gar nicht. Ich glaube, der wird gleich einfach runterkommen und dann kann ich das Ding attackieren. Ja, sehr gut. Okay. Ja, genau so. Und jetzt? Erstmal ausweichen. Ja gut, ich muss jetzt erstmal wieder warten, bis das Ding draußen ist, damit ich das treffen kann. Und dann genau das gleiche nochmal. Ja. Sehr gut, sehr gut. So, ist wieder draußen. Hallo. Und zack. Sehr gut. Ja, also insgesamt, ich habe mich halt nicht gut angestellt, aber es war halt wirklich deutlich chilliger und einfach angenehmer zu bekämpfen als dieses Octorok-Viech. Die Gegner mag ich nämlich sowieso nicht. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, auch den Dungeon. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt hier fertig sind und hier nicht mehr hinkommen müssen. Ah, du bist spät dran, meldet er dich. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich überhaupt mit diesem Text zu beschäftigen. Die nervt mich nämlich sowieso nur. Und wir werden jetzt gleich einfach den Stein entgegennehmen und dann werde ich die in Ruhe lassen. Leider nicht für immer. Wenn sie mich nicht vorher umgebracht hat. Hey, du bist annehmbar. Hihihi, ich bin nackt. Willst du den Stein haben? Ja. Cool, ne? Ja, hier, bitteschön. Das ist übrigens unsere Verlobung. Gib ihn mir einfach. Ich werde dich dann einfach ghosten. Kann ich leider nicht so wirklich. Ist leider das Schicksal dran schuld. Ich würde es aber gerne. Der Sora-Saphir, der von den Soras heilige Stein des Wassers. Ja. Wir besitzen jetzt die drei heiligen Steine und sind verlobt. Klasse. Wir sind jetzt aber erstmal wieder frei unterwegs hier und werden jetzt gleich von Navi wahrscheinlich direkt wieder belästigt. Ey, guck mal, du kannst doch, was weiß ich jetzt machen. Wahrscheinlich geh zu Prinzessin Zelda. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächste Aufgabe sein.
entsprechend haben wir auch ein gewisses, gewisse Grenzen, was wir machen können und was nicht. Ich glaube, wir können jetzt nämlich nicht ohne Probleme in Hyrule-Stadt einreisen. Ist jetzt aber auch gar kein Anliegen von mir. Ich möchte jetzt stattdessen einfach direkt nochmal die Skulltula holen, weil ich ja noch hier bin. Vielleicht können wir auch hier noch weitere sammeln. Ich glaube jetzt zwar nicht, aber ich werde mich jetzt hier auch nicht weiter umschauen erstmal. Und können wir sonst jetzt noch was mit dem Boomerang erledigen? Wir kommen jetzt halt an Skulltulas ran, die vorher nicht erreichbar waren. Und damit definitiv noch eine auf der London Farm. Die würde ich, denke ich, noch direkt holen. Und wir haben 21. Wir könnten wahrscheinlich noch ein paar durch Käfer bekommen. Das wäre durchaus interessant. Ich würde nämlich sehr gerne, bevor ich so richtig storytechnisch weitermache, die 30 erreichen, wenn das möglich ist, und die Geschichte mit dem Bunnyhood auch direkt erledigen. Aber das ist dann was für weitere Parts, denn wir haben jetzt erstmal Lord Yabu Yabu abgeschlossen und das sollte zwar reichen, aber ich werde noch gerade mit dem König sprechen. Ich glaube, das müssen wir nämlich noch machen. Eine kleine Nachbesprechung, auch wenn ich mit ihm nicht wirklich was zu bereden habe. Ich mache es jetzt einfach. Und dann sind wir bei den Soras erstmal wieder fertig. Hi. Na Link, ihr habt Prinzessin Zelda gerettet. Ja, ich bin sehr froh darüber. Jetzt habe ich sie wieder in der Backe. Klasse. Super, ne? Hauptsache ich nicht. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn wir erstmal ein bisschen was einsammeln, was jetzt dadurch möglich geworden ist. Und großräumig erstmal Hyrule-Stadt, ja, um Kurven nicht reingehen werden und so weiter meiden. Bis dahin. Ciao.